Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Ethischen Hacken. Heute zum ganz speziellen Sondervideo und zwar über eine Suchengine, die uns alles liefert, was wir wollen. Und zwar nämlich Showdown.io. Achtung, .io ist die Endung, aber ihr könnt auch einfach danach googeln. Hier oben links steht der Name. Und ja, was man hier schon sehen kann, man kann alles Mögliche finden. Achtung, wichtig ist auch, dass ihr euch einloggt. Einloggen bringt euch deutlich mehr Funktionen, als ihr sonst haben würdet. Rechts oben, das ist allerdings schon aus eurem Bild, kann man sich einloggen. Gut, und ja, was man hier machen kann, man kann hackbare Sachen oder vulnerable Sachen finden. Mit Footprint und allem drum und dran. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Explore und dann finden wir schon die Sachen, die uns vielleicht gefallen könnten, also die am besten gevoteten Sachen, ist zum Beispiel eine Webcam-Suche, da sind teilweise dann ungeschützte Webcams dabei und so weiter und so fort. Finde ich eine relativ drastische Sache, die gleich hier darzustellen, aber es ist vielleicht auch so ein kleiner Aufruf an die Admins, dass sie da endlich mal was machen. Also wir sehen hier in Deutschland gibt es zum Beispiel 38 von diesen Webcams und wenn wir hier draufklicken, gut, okay, manche haben jetzt natürlich trotzdem eine Verschlüsselung oder sowas, aber man kann einfach diese Webcams finden. Kamerername ist bla bla, also ich weiß nicht, wer den aufgesetzt hat, aber ja, scheint ja ein Profi gewesen zu sein. Gut, wie gesagt, teilweise sind die Dinger trotzdem geschützt und wir können auch einfach mal hier weitersuchen oder unter Explore nochmal gehen. Hier oben ist übrigens eine Custom-Suche, da kann man dann suchen, wie man möchte, ist allerdings nicht so einfach. Aber was ich auch noch sehr verwunderlich finde, ist Default-Passwort. Und wenn wir jetzt nach Default-Passwort suchen, dann finden wir einen Haufen Server, die einfach immer noch das Passwort von ihrem Auslieferer haben. Das heißt, wenn wir uns da drauf einloggen, dann steht hier unten Username Cisco, Passwort Cisco. Was ist denn da los? Warum ändern die ihre Passwörter nicht? Wenn ich was von Cisco bestelle, dann ändere ich doch als erstes das Passwort. Denn von jedem einzelnen Gerät ist der Username und das Passwort immer am Anfang Cisco. Super. Naja, auf jeden Fall, hier oben haben wir Default, also Passwort ist Default, Admin 1234. Ich werde mich jetzt dort nicht einloggen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich noch im Legalen befindet. Aber warum ich euch diese Seite zeige, ist, sucht am besten da mal, wenn ihr einen eigenen Server habt, nach eurem Server und versucht euch oder guckt mal nach, was hierbei rauskommt. Denn hier sind wirklich sehr detaillierte Scans drin. Hier steht so ziemlich alles drin, was man so finden möchte und kann. Und ja, wenn euer Server da auftaucht, dann solltet ihr ganz, 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 ganz schnell was ändern, also unter Default-Passwort zum Beispiel. Es tauchen natürlich hier auch sichere Server auf und ja. Also, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich wollte euch bloß Showdown zeigen und ja, wir hören uns mit